So, das ist jetzt nochmal am 22.12.2014 Zungenabstrich. Und hier haben wir 100 Bilder pro Sekunde und haben auf 12.800 ISO gesetzt, ISO fixiert. Und haben die Blende, soweit es geht, zugemacht. Ja, und hier sieht man jetzt sehr, sehr kleine Spirochetten. Also das ist interessant, dass es so super kleine Arten gibt, die wir bisher noch nicht so gesehen haben. Ich hoffe, dass jetzt diese 100 Rahmen pro Sekunde im Zeitlupenmodus die dann zu beobachten erlauben. Die ist wirklich sehr, sehr klein, klassische Spirochette. Hier bewegt sich im Inneren dieses Konglomerats eine Geißel. Wow, was ist das? Da ist nochmal eine super kleine. Und was macht die da gerade? Also das sieht so aus, als würde sie eine andere Bakterie auffressen. Die hat sie gepackt und bohrt sich in die rein. Ja, es ist erstaunlich, diese sehr unterschiedlichen Größen hier zu sehen. Wir sind hier an der Auflösungsgrenze, können auch hier nicht weiter vergrößern. Es wäre vielleicht noch interessant, hier die Jetzt geht er in ISO rauf und runter. Jetzt sind wir auf 4000 ISO. Oh, super. Also das Rauschen geht hier erheblich hoch. Jetzt, wenn wir bei 4000 ISO sind, reicht es auch noch. Dank dem hellen Licht, da macht sich wieder eine Spirochete selbstständig. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir das ISO hier verändern, ob die dann besser sichtbar ist bei 12.000. Auch nicht besser. Ne? Also da kann man mit dem ISO durchaus runtergehen.
So, jetzt gehe ich mal rüber auf das Objekt, wo ich weiter unten entnommen habe. Aus dem Sediment sozusagen. Na, der Gas scheinbar stärker. Mal jetzt mal drin. Also durch ihre starke Beweglichkeit und Durchdringungskraft ist da kein Unterschied in der Verteilung. Die sind sowohl oben als auch unten. Die sedimentieren nicht. Ich würde sogar sagen, die würden gegen die Zentrifugationskraft weitgehend ankommen in dem Zustand. Also könnte man eine selektive Zentrifugation versuchen. Da sieht man jetzt nochmal diese ganz schnellen Arten. Die sind so schnell, dass man sie nicht sieht. Das wäre halt interessant jetzt in Zeitlupe. Ah, da ist eine L-Form mit Geißel.
Was ist das in diesen Epithelzellen drin, zum Beispiel in der, die ist doch durchsetzt mit Viechern. Was sind das für Viecher da innen drin? Da schaut es mal an. Also das sind halt lauter Viecher da innen drin. Siehst du das? Also die ist doch vollkommen schon aufgefressen von denen. Was sind das für welche? Sind doch Borrelien, oder? Wollte sich da gerade ein wieder. Ja, das ist doch eine, die sich da reingebohrt hat jetzt, oder? Klar.
jetzt öfter beobachten, dass da sich eine in so ein dickes Ding reingebohrt hat, oder? Mhm.